Ich fahre dann jetzt einfach mal los. Nehme euch direkt mit auf den ersten Trail. Die Gegend ist dort etwas dunkel. Da kommt sehr wenig Sonne hin. Mal schauen, was die GoPro mit dieser Aufnahme anstellt. Ich wünsche viel Spaß. Das erste, was ich gemacht habe, um das Rauschen im Ton zu verändern. Ich habe also keine Schaumstoffhülle, sondern ich habe nur so ein kleines Schaumstoffstückchen gegen das Mikrofon geklebt. Dementsprechend sind die Aufnahmen gut und auch rauschfrei. Bei den GoPro-Einstellungen für das Video stelle ich immer auf 2,7K im 16:9 Bildformat mit 60 Frames. Die 60 Frames nehme ich, um auch mal Zeitlupen in der Videobearbeitung einzubinden. Den Winkel der Kamera habe ich auf Superview. Somit hat man dann ein breiteres Bild, ähnlich wie der Lenker auch ist. Man hat ja eine breite Fläche und guckt nicht oben in den Himmel und unten auf den Boden, sondern man möchte ja eher links und rechts mehr sehen. Daher hilft hierbei die Superview-Einstellung. Die Belichtungszeit habe ich auf minus 0,5. Man kann auch auf minus 1 gehen, habe ich aber bisher noch nicht ausprobiert. Und minus 0,5 scheint mir erstmal angenehmer zu sein. Die ISO-Einstellung habe ich mindestens auf 100 und das Maximum auf 1600. Wenn man den Maximumbereich zu hoch stellt, sprich auf 3200 oder 6400, dann wird das ganze Bild sehr hell. Die Schärfe habe ich auf Mittel stehen, da ich im Video nicht mehr viel bearbeiten möchte und ich die Erfahrung gemacht habe, dass die GoPro da einen sehr guten Wert bietet. Von daher lasse ich das da. Den Weißabgleich habe ich auf automatisch gelassen und die Soundeinstellungen hatte ich mal verändert wegen dem Windrauschen, aber das habe ich jetzt alles wieder umgestellt auf automatisch, da ich ja diesen kleinen Filz am Mikrofon kleben habe. Der stört nicht, der fällt kaum auf und die Tonqualität ist dementsprechend besser. Ob die Grashalme sichtbar bleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag?
Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht.